mit deinem Zaubergeist hier in die Tüte rein. Achtung! Ha! Habt ihr gesehen, wie Georg reingehüpft ist? Möchtest du auch mal werfen? Du bleibst mal wieder stehen. So, Achtung, ich gehe hier rüber. Und alle unsichtbaren Zaubergeist sichtbar mit einem Zauberspruch. Kannst du Zauberspruch? Schau mal, so sind die da drin. Ja, und greif mal wieder rein und hol mal wieder den Zaubergeist raus. Hä? Ey, was hast denn du hier in dem Ohr? Da war ja noch einer. Hä? Also, Basha, weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt beide mit den zwei Zaubergeistern mal zaubern, okay? Machst du mit? Okay. Dein Zaubergeist stecke ich in die Tasche rein, mein Zaubergeist in die Tasche rein. Kannst du mal die Hand so nach vorn strecken? Genau. Wenn ich dir jetzt nämlich deinen Zaubergeist in die Hand gebe, machst du mir die Hand sofort zu. Also, Zaubergeist rein. Ah! Aspasia, du hast ja Kraft. Lässt du vorher bitte meine Hand raus und dann drückst du richtig zu. Also so zumachen, meine Hand raus und dann drückst du richtig zu, okay? Weißt du, wenn du die Hand wieder aufmachst, wenn ich dir sage, ne? Wenn ich dich frage, ob du den Zaubergeist spürst, sagst du mir nur ja oder nein, okay? Machen wir was? Okay, Hand wieder auf. Jetzt nehme ich meinen Zaubergeist, der ist hier, Achtung. Den lege ich jetzt hier in die Hand rein, Achtung, in die Hand rein. So, und jetzt nehme ich deinen Zaubergeist und den lege ich in deine Hand rein. Hand zu, jawohl, rumdrehen in die Hand. Und jetzt lasse ich deinen Zaubergeist von deiner Hand in meine wandern, mal selbst klar. Ihr müsst alle mitmachen. Wisst ihr eigentlich, wie der Zaubergeist heißt? Der heißt nämlich Schwuppdiwupp. Wenn wir alle rufen, Schwuppdiwupp, springt er hier in die Hand rein. Probieren wir jetzt. Und du verhinderst das, okay? Schön zuhalten. Okay. Schwuppdiwupp! Jetzt ist er weg, oder? Fühlst du noch? Ist er noch drin? Probieren wir mal. Ist er noch drin in der Hand? Er müsste nur in der Hand sein, oder? Nicht? Fühlst du nicht mehr? Ist er wirklich? Jetzt. Ja, warte mal, wir müssen das mal probieren. Also, es hat nicht geklappt, nochmal. Schwuppdiwupp! Jetzt ist er aber weg, oder? Ne? Na ja, gut, hä, die Seite noch, ihr könnt ein bisschen mehr, komm. Schwuppdiwupp! Jetzt ist er weg, oder? Als Basia, es kann auch mal ein Kunststück schief gehen, oder? Ist das schlimm? Ne, oder? Fehler passieren. Also, machen wir jetzt eins, wir drehen die Hand rum und machen die auf. Eins, zwei und drei. Hä? Was ist denn hier passiert? Aspasia, der Zaubergeist hat das total falsch verstanden. Ich habe nie Idee, was wir machen. Machen wir das nochmal? Das, gib mir mal deine Hand. Genau, so. Und jetzt gebe ich den Zaubergeist rein, Hand zu, rumdrehen bitte. Jetzt nehme ich meinen Zaubergeist, der ist hier, ist auf. So. Und jetzt drückt man den so in die Hand rein. Achtung. Zack, verschwunden ist er. In meiner Hand ist er drin, siehst du? Jetzt probieren wir es nochmal. Achtung. Alle machen mit. Schwuppdiwupp! Und jetzt ist er weg, stimmt's? Oder fehlt's noch? Ja, ihr müsst ein bisschen mehr mitmachen, komm. Ein bisschen, komm. Da springt ihr auch schön hier in die Hand rein. Los geht's. Schwuppdiwupp! Jetzt ist er weg, jetzt hat's geklappt. Jetzt ist er mit deiner Hand in meine gesprungen, stimmt's? Komm, einmal noch. Einmal noch, eine Chance geben wir noch. Schwuppdiwupp! Und jetzt ist er verschwunden, jetzt ist er mit deiner Hand in meine gesprungen, stimmt's? Nein? Also der Mann. Was ist denn? Was? Was war denn? Was war denn? Mach deine Hand mal auf. Was war denn? Ah, wo ist denn hier? Nein. Hä? Was ist denn das? Hä? Aspasia, ich würde sagen, probiere mal die Hand aufzumachen, aber bitte vorsichtig. Wenn hier das schon passiert ist, dann könnte hier irgendwas komisch. Mach mal wieder auf. Lang. Oi, was hast denn du hier? Lauter kleine Zaubergeister. Ich würde ganz einfach sagen, ihr beide, nee, du kriegst, tu wieder rein, du kriegst einen riesen tollen Applaus, du hast das ganz toll gemacht. Dankeschön. Und wenn du, wenn ich jetzt mit der Hand so in der Mitte bin, sagst du ganz laut Stopp, okay? Und die Mitte legen wir natürlich mit hier drüber, okay? Los geht's. Also, Stopp, hier. Also, die Mitte kommt mit hier drüber, haben wir ja Anfang, Ende und Mitte vom Seil. So, jetzt mal eine Frage. Was könnte man mit der Mitte vom Seil machen? Hat jemand eine Idee? Hä? Vielleicht ein Knoten. Ein Knoten?
Hat jemand eine andere Idee? Was könnte man noch mit dem. Was könnte man noch mit dem Seil machen? Hat jemand eine Idee? Hä? Was könnte man mit dem Seil noch machen? Hast du eine Idee? Hä? Wenn man ganz frech ist, was könnte man da machen? Eine Schlinge, was könnte man noch machen? Durchschneiden. Was? Durchschneiden. Durch! Bitteschön. Nee, ich. Oh ja, hier! Einfach mal hier durchschneiden. Ich sage. Jetzt war sie zu schnell, jetzt hat sie mir das Seil gar nicht gemacht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist nur noch mal das Seil. Hier! Nicht mal die Bitte getroffen. Guck mal an! Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt stehe ich da. Man darf manchen Leuten nicht so schnell. Hm? Was denn du? Hast du eine Idee? Jetzt habe ich zwei unterschiedlich lange Seile. Was mache ich denn du? Wie kriege ich das wieder in Ordnung? Hast du eine Idee? Kleben. Kleben? Oder was kann man noch machen? Knoten. Machen wir wie beim Schnürsenkel einen Knoten. Wir üben das gemeinsam. Über Kreuz umlegen. Mach's mal über Kreuz. Und dann nimmst du den oberen, nimmst du hier unten durch und schiebst den hier durch. Zieh mal fest. Nicht festziehen. Okay, und das machst du oben nochmal drauf. Oben nochmal drauf. Genau, jetzt hast du ja geübt. Siehst du? Und war es schwer? Richtig festziehen. Richtig festziehen. Nochmal. Richtig fest. Genau, jetzt haben wir es. So, halten wir die hier fest. Ich traf dich gleich nochmal. So, machen wir hier festhalten. So, und jetzt ist unser Seil wieder so in Ordnung. Stimmt's? Nee? Warte mal, wo ist meine Schere? Hier ist meine Schere. Da schneiden wir einfach hier ein Stück weg. Und da schneiden wir einfach da ein Stück weg. So, bitte schön, Souvenir. Das kannst du mit nach Hause nehmen, du auch. So, und jetzt ist mein Seil so in Ordnung. Stimmt's? Hier, wo ist denn die junge Dame, die gerade hier war? Heidi! Die ist weg, ja, jetzt hat sie an. Warte mal, wie kriegt man denn das nur? Warte mal, ich muss mal gucken, ganz schnell in meine Kiste. Ja, ich mach's heute ein bisschen anders. Ich habe nämlich hier was ganz Tolles mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Oh ja. Was ist denn das? Eine Zauberkiste. Eine Zauberkiste, guck mal an. Dann siehst du das Trickgeheimnis da drin? Hä? Siehst du, was hier los ist? Ist da was drin, was geheim ist? Hä? Wir machen jetzt mal eins. Ich tu ganz einfach das hier so einspannen. Türe zu. Was? Achtung, ihr haltet mal fest. Und jetzt machen wir Simsalab. Oh, nochmal. Simsalabim. Und schon guckt mal an. Hä? Na, warte mal, das kann ich auch anders machen. Simsalabim. Und schon ist es hier, siehst du? Und was soll man machen? Simsala! Bim, lass mal los. So, halt mal fest. So. Und schon, guck mal, ist unser. Was ist hier passiert? Hat die Maschine doch tatsächlich den Knoten gelöst, oder? Ich würde ganz einfach sagen. Warte. Kannst du mal einen Zauberspruch? Sag mal einen Zauberspruch. Simsala, bim. Mach mal so, Sim. Jawohl, genau so. Guck mal an hier. Ui, das passiert jetzt. Guck mal, ach nee, ja. Wortloses Ende, bitte. Guck mal an, schön ist der Knoten wieder drin. Dankeschön. Könnt ihr wieder hinsetzen. Ja, alle abnehmen. So, genau. So, jetzt haben wir was ganz Besonderes, nämlich eine Farbmischmaschine. Guck mal an. Ja, kannst du mal bitte hier, wir wollen nämlich hier, es gibt ja grün, gelb, blau und rot, hm? Aber gibt es noch andere Farben, wie heißen die? Was sind das für Farben? Pink, lila. Pink, oh. Lila, orange. Ja, genau, das sind, was, wie nennt man die Farben? Das sind? Mischfarben. Kannst du mal hier reintun? Alle reintun? Ja, genau. In den Beutel reintun, genau. Und wenn wir das nämlich jetzt richtig machen, da hat das. Warte mal, du solltest die Tücher alle wieder reintun. Was ist da drin? Was? Wo? Hier? Ah, hier! Die Türe war nicht offen! Noch offen, da muss ich ganz schnell mal hier zumachen. Achtung! Und jetzt ist alles zu. Gucken wir nochmal nach. Alles zu hier? Ja. Und jetzt können wir das ganz einfach wieder reinbringen. Achtung! So. Und jetzt guckt mal an meine Farbmischmaschine.
Wenn ich die jetzt einschalte, macht die wie meine alte Waschmaschine. Wie macht eine alte Waschmaschine? Die macht wut, 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 wut. Und wenn das fertig ist, was passiert dann? Wenn es sauber klingelt. Da klingelt das. Los geht's. Wie macht das? Los geht's. Achtung, alle mal mit. Also, Maschine. Maschine mal anmachen. Achtung. Und jetzt geht es. Fertig. Guck mal, ob die Tücher alle schön durcheinander gemischt sind. Guck mal wieder rein. Nimm mal wieder raus. Ey, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier? Hä? Was ist denn hier? Was? Das sollte doch gemischt werden. Was kennst du, wo könnten unsere Tücher nur zu Farben sein? Nee, wo können die noch sein? Im Malbuch? Wollen wir da mal nachgucken? Ja, wir gucken mal nach. Das geklappt hat. Achtung. Und Achtung! Wir gucken nach. So. Mal sehen, ob es geklappt hat. Achtung. Okay. Cool, das hat geklappt. Ja, das war mein Malbuch. Ganz toll, oder? Dankeschön, kannst du wieder hergeben? Dankeschön.